Recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Trying Together mit Asreiter. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ja. Kann ich da noch hin? Ja. Dann schaffe ich da auch rüber, ohne mich zu verletzen. Denk mal, wir gehen jetzt weit. Ach, super. Jetzt springt er mir auch noch im Kopf, ey. Diese doofen Skelette. Also, wir haben schon einmal gespielt, aber dann ist irgendwas abgestürzt und wir mussten nochmal. Deswegen hat Knolle jetzt auch schon, wie ihr sehen könnt, drei Pfeile. Drei Pfeile. Die gibt's irgendwo gleich noch in irgendeiner Kiste oder sowas. Nee, das sind die Erfahrungspunkte hier. Da habe ich aufgerüstet. Wir haben gleich noch einen Feuerpfeil gekriegt, aber hier geht's nicht zum nächsten Level. Geschichte. Genau. Die Angst hatte einen behaglichen Platz in den Herzen unserer Helden gefunden. Zutiefst beunruhigt, erfüllte Kummer ihre Gemüter. Der Ritter hatte seit vielen Stunden nichts gegessen und der Geruch nach Fleisch machte es nicht einfacher. Die Diebin fing an, sich Sorgen zu machen, ob sie jemals wieder frei sein würde. Und der Zauberer? Er war besorgt, dass sie niemals die anderen Artefakte finden würden, um den Zauber des Trine zu brechen. Aber in Wirklichkeit hatte er nichts dagegen, länger als eine Stunde in Gesellschaft zu sein. So, Geschichte durch. Keine Angst, ich werde vorangehen. Speicherpunkt haben wir jetzt hier. So, und hier ist ein bisschen duster. Also sprechen kann er nicht, oder heißt es Geruch? Das heißt Geruch. Geh auf den Krieger. Was ist? Ich bin auf dem Krieger, ja. Achso, du wolltest den anderen haben, deswegen sollte ich da drauf gehen. Okay, dann springen wir da mal rüber. Oh, da kommt schon. Ich liebe Skelette, die einfach aus dem Boden kommen. Haben die das nicht alle? Sind doch schon alle weg. Ich verstehe es immer nicht. Jetzt war ich da und dann ging ein Skelett nochmal und so ein paar Knochen gar nicht mehr. Warum die Erfahrung haben wir nicht mal. So, hier unten, da ist die Kiste. Ah, zum Glück, ich hab's geschafft. Wo muss ich hin? Einfach runterfallen oder was? So, hier war die Kiste, genau. Jetzt hat er mit der Europalette auch noch wehgetan, der sagt der. So, Feuerbogen, das ist der hier. Wenn man Y drückt. Die Dunkelheit ist unertragbar. Da sieht man jetzt auch den Feuerbogen, ich ne? Ich habe Zauberer gesehen, die Fackeln mit Feuerbällen angezündet haben. Kannst du das? Jetzt habe ich auch die nächste Stufe da verbessert. Die sind nicht gut. Die funktionieren nie und ach, da, jetzt verstehe ich das, glaube auch. Ich hätte es wissen. Wofür steht die 1 bei dem Foto von dem Magier da drunter in dem Level-Ding da? Das habe ich auch nicht verstanden. Weil rechts und jetzt ist er weggegangen, aber links habe ich noch einen. Ich könnte rein theoretisch noch einen erhöhen, aber es geht wohl nicht, oder? Ach, da sind zwei, siehst du, da sind zwei dran, ne? An dem in dem Kreis, siehst du? Da steht eine 2 drin, also braucht man 2 Punkte, um da zu leveln. Und man hat oben nur einen. Das bist du aber, ne? Der da jetzt gerade schießt, ne? Ja. Nicht, dass ich das auch noch abkriege oder so. Schaffe ich denn darüber? Ich nehme ganz doll Anlauf. Ach, Glück gehabt. So. Hier ist so dunkel. Kann man einer Licht anmachen? Jetzt muss ich den Feuerbogen nehmen und da oben ist dann Licht. Wunderbar. Dann musst du den. Opaletten-Eddy kommt hier noch erst wieder. Wieso kommen die eigentlich mal, wenn ich weg bin? Ist noch einer. Oh, warum schubst der mich runter, ey? Na super. Hallo. Ich bin wieder da, ja. Oh, gleich wieder gestorben. Da konnte man nicht zurückgehen. Ich hätte gerne ein bisschen Licht, dankeschön. Da kann der kleine Dicke mit dem Schild auch was sehen. Ein bisschen weit geflogen, komm ich nicht hin. So weit kommst du nicht, guck mal, mein Feuer geht weiter. Wer ist denn das da oben? Feuer verbraucht Mana. Oder? Das tut weh. Was? Ich komm da nicht rüber gesprungen, oder doch? Doch, warte. Nee, komm ich nicht. War klar. Du musst die Kiste dann nehmen. Da oben ist Erfahrung. Ja, da müssen wir irgendwie noch dran, aber wie? Ach, da kann man bestimmt mit so einem. Ja, den hau mal ein, das Brett. Genau so ist es.
Gut. Einfach springen, passiert nichts oder wie? Nichts ist auch Erfahrung. Geh weg. Nee, Gewalt hilft nicht immer. Ja, ist okay. Geh weg. Hol du sie alle. Ja, wenn Gewalt nicht hilft. Ja, ist schon gut. Du musst die Stelle wegtragen. Ohne Rampflucht. Okay, du hast den Zauber. Oh, das ist wahrscheinlich. Ja, das Gift. Ah, ja, Gott, ist die Kiste da unten jetzt da oder nicht? Ja. Kann also nichts passieren, ja. Jetzt musst du springen, aber genau. Hallo, tschüss. Ich nehme mal lieber wieder einen Krieger. Ich glaube, der hält ein klein bisschen mehr auf wie ich. Gesundheitstrank aufgenommen, Erfahrung aufgenommen. Wenn ich da jetzt runterfalle, dann bin ich tot wahrscheinlich. Ah, nicht ganz, aber fast. Kommst du an das Grüne, ja, ne? Ich, also an das Rechts komme ich, glaube ich, dran, wenn er von unten dran kommt. Er wartet da rechts schon auf mich, aber... Ah, das oben habe ich bekommen. Okay, ja, da komme ich auch jetzt dran. Kommst du auch dran, ne? Okay. Jetzt muss ich, glaube ich... Hey, oh, Feuer da unten. Ah, Magier, bleib stehen. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. So. Ich hab's geschafft. Wow. Hab ich das richtig gehört? Was denn? Ich glaube, ich hab da ein Skelett getötet. Du hast ein Skelett getötet. Ich hab einfach nach hinten geschossen. Ja. Ach, da kommen auch von hinten wieder welche. Oh, das nervt, wenn die von hinten kommen und ich schon weg bin. Musst du ja nicht töten. Kannst nein, deine weiter deine Fähigkeitspunkte. Aha, es hat wirklich wiedergegeben, wie ich eben gesagt habe. Und aber da links geht's trotzdem nicht irgendwie. Keine Ahnung, warum der es nicht will. Kann man dagegen schießen, das ist kaputt. Zauberer. Ich habe einen Fähigkeitspunkt gekriegt, kann er aber nicht einsetzen. Auch schön, ne? Ich hab auch ein paar, die ich nicht einsetzen kann. Naja. Krieger kann ich auch keine einsetzen, Mann. Hätte ich auch jetzt gedacht, naja, geht das halt nicht. Boah, ich hab's fast hoch geschafft, ne, wenn ich dann nochmal dazugekommen wäre. Jetzt hat's geklappt. Dieses nicht. Schwert, das flackert so komisch. Passt was mit der Aufnahme? Du hast doch ein Feuer an einem Schwert gemacht. Ja, aber... Das ist asynchron zum Schwert, die Flamme. War die schon immer so? Ich weiß nicht. Kann ich das umschalten? Ja, die passt doch zum Schwert. Bei mir ist sie irgendwie so ein bisschen asynchron, aber ist vielleicht gewollt. So kann auch sein. Na, ich habe noch nie gesehen, dass ein Schwert flackert, aber... Hier geht das, glaube ich. Nein. Ich bin auf jeden Fall beim Speicherpunkt, da bin ich schon mal ganz froh drüber. Oh, warte. Ja. Ich habe Erfahrung aufgenommen, auch mal welche. Alles kaputt gemacht. Ich sehe da unten nichts. Da wabbert aber irgendwas drunter und ich komme wahrscheinlich nicht hoch hier. Ja, jetzt komme ich wirklich nicht mehr hoch. Na, du musst da hoch. Nein, nicht so weit. Kann ich mal gerade den Zauber oder willst du das versuchen? Ich probiere es gerade nochmal, aber wahrscheinlich verkehrt. Ja, geht nicht. Ne, der fällt da drunter weg, nicht da drüber. Ja, warte, gib mal. Aber jetzt kann man ja so ein Teil nehmen, warte mal. Schön wäre es gewesen. Wie kann ich das nochmal drehen? Mit dem rechten Stick, oder? Ne, da kann links, ja noch, meine ich ja nicht. Ja.
Da unten ist irgendwie Wasser, pass auf. Warte. Kein Licht. Du sollst das da anmachen. Gut. Ach, ja. Ah, da ist eine Brücke. Okay. Aber die ist kaputt. Hier ist aber so ein Halter dran und dann muss das da irgendwo festgemacht werden. Da stehe ich selber im Weg wahrscheinlich, ne? Vielleicht kannst du es ja an dir dran hängen lassen. Super, ich stehe mir selber im Weg. Ah, genau, Spessel auf dem Kopf. So, auf ein neues, wo ich jetzt nicht mehr im Weg stehe, geht das bestimmt. Ich sehe hier aber nichts, da brauche ich Licht. Egal, die Fackel glimmt doch nur, kann man die da anmachen, oder? Ja, laufen einfach weiter. Laufen einfach weiter, okay. Hier sind Skelette. Geht's da weiter? Nee, oh, nicht. Wo hier ist irgendwas. Gibt's hier Licht? Nee, ne? Nein. Ist aber Stein. Boah, ich kann jetzt gerade nicht springen wegen dem. Ja, ich weiß es auch nicht. Hier geht's weiter. Ja. Hier ist wieder dunkel. Vielleicht machst du mal die Fackel an. Okay. Pass auf nicht, dass da was runterfällt. Hier sind so Stalagmiten oder wie heißen die Dinger? Und ein Speicherpunkt erreicht. Ich habe mir gerade noch die Erfahrung geholt hier. Ist unten. Da unten, ne? Da unten war eine Erfahrung und hier sind auch noch welche, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Da lang geht's nicht. Also andere Seite. Und. Heb mal gerade mit die Brücke an, bitte. Ja, will ich ja machen. Und was ist hier in der Kiste? Die haben wir noch nicht geöffnet. Armschützer. Okay. Das heißt, jetzt Inventar. Mindert den Schaden von Armtreffern, das kann auch von Zauber, von Dieben bleiben. Ja, der ist ja ein Fallschützer, deswegen ist es vielleicht am sinnigsten. Oh. Ne? Geh mal gerade bitte zurück zum Speicherpunkt. Hast dich kaputt gemacht? Ja, ich hab zwar gegriffen, aber er wollte nicht so. Ah, jetzt verstehe ich die Technik. Mhm. Eine Brücke. Ja, ich muss jetzt nur die Brücke erstmal packen. Ich würde den erstmal nah. Held. Held. Hauptsache wir sind drüber. Ja. Dann geht's weiter. Oh, ein Boss. Oh, Endboss. Der ist mal geht. Der kam einfach. Das ging schnell. Ist schon kaputt. Schwerer Boss. Also so ja, ein schwerer Boss. Wir müssen hier raus. Dies ist der Weg zum Schloss. Wir sind in der Nähe des Verlieses. Ha! Es muss Essen im Schloss geben. Auf zum Schloss. Wo ist denn der Hebel? Auch da. Fertig? Ja. Hast du den Hebel bewegt? Nö. Oh, ich kann den nicht alleine. Ach, den muss man auch mal rechts drücken, dann geht's. Und der ist aber schwer. Und dann kommt jetzt die dicke Brücke. Ah, oder auch nicht. Ah. Weg. Okay. Aber ich glaube... Was denn? Wir hören uns jetzt die Geschichte an. Okay. Unsere Helden betreten das Schloss durch das Verlies. Der Ritter dachte zurück an seine Kindheitstage und an die Aufregung, die die dunklen Korridore hervorgerufen hatten. Damals, als die Spinnen klein waren und die Skelette ordentlich in den Ecken gestapelt wurden. Schöner so. Humor. Speicherpunkt? Ja, gut. Dann würde ich aber auch schon sagen, ne? Dieser Ort lässt mich frösteln. Dass wir hier erst eine Pause wieder machen, oder? Das ist sein Zweck. Keine Angst. Okay, dann würde ich sagen. Umhang. Ich bin der König des Schlosses. Und ich würde mich freuen, oder wir würden uns freuen. Meine Armee in den Sieg. Bis dann. Tschüss.